Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal wieder ein Rainbow Six Siege Video. Und zwar machen wir heute die Only DMR Challenge, beziehungsweise in Verteidigung die Only Shotgun Challenge. Ich werde aber nicht so normale Shotgun spielen, sondern die TCSG von Goyo und Kate wahrscheinlich. Weil die spielt sich ja so ähnlich wie eine DMR oder die Boss G. Die könnte ich auch nehmen. Auf jeden Fall, in Tag gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich kann Twitch mit DMR spielen, ich kann Dokkaebi spielen, ich kann Dokkaebi auch mit Boss G spielen und ich will. Wir fangen auf der Verteidigerseite an. Diesmal, wir spielen auf Bank. Ist kein Unranked, ist Ranked. Ja. Wenn wir jetzt von Clash spannen, dann würde ich sagen, ziehe ich direkt mit. Kaid wäre problematisch, denn ansonsten müsste ich eigentlich Gojo zocken. Dann würde ich mit Boss G wieder auch noch gehen. Würde ich eigentlich sagen, aber ja, das sind unsere Bands. Fletcher, Jekyll, Kev und Clash. Und dann geht's in die erste Verteidigerrunde. Okay Leute, da sind wir in der ersten Runde. Ich würde sagen, ich benutze meine Kriegsklan für diese beiden Hatches hier. Und ich würde sagen, dann gehe ich die beiden noch direkt auf Reinforcen. Bevor das wieder keiner macht, weil die zweite sind sehr wichtig. Ah, der Witchel hat schon gemacht, okay. Hätte ich nicht machen müssen jetzt. Anyways. Spy is reinforced. Der hat selber meistens offen. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Die TCSG. Ja, ich vielleicht die Waffe selber ganz gern. Muss ich ehrlich sagen. Die macht halt einen relativ guten Damage. Auch wenn sie jetzt drei Schüsse braucht, um einen One-Speed-Upbreaker zu töten. Ist ja schon ein bisschen länger so, dass es so ist. Aber trotzdem spiele die Waffe eigentlich persönlich echt gern. Wenn ich gerade mal so, wenn ich gerade mal dann nebenbei so am Reden bin, könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, den Kanal abonnieren und auch einen Like da lassen. Für dieses Video, setze ich mir ein Ziel und zwar hätte ich vielleicht gerne 10 Likes, wenn das drin wäre. Wäre auf jeden Fall mega krass, wenn wir es schaffen. Und ja, weil mein Mädchen ist anscheinend so, nur so viel Inside. Ja, das ist ein Ash. Mein Aim lässt auf jeden Fall grüßen. Kann man glaube ich so sagen. Man merkt ja Leute, dass eine Shotgun ist, okay, sie ist down. Die Ash war Garage. Da ist der Jäger down. Ich guck mal so hin. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht einfach blind rein, dass ich die auch kriegen könnte. Ich rotate. Hätte ich so gemacht. Op 4, last operator standing. Last guy's garage. Ich weiß, dass ich hier bin. Hab's den nice. GG. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Verteidigerrunde wieder.
bisschen abwechselnd bin. Auch wieder mit der DCSG. Dieselbe Waffe, die wir gerade eben schon haben, sogar dieselbe Waffe. Oh. Pistole habe ich diesmal die normale P229. Ich weiß gar nicht, von welchem Upgrade hat die Pistole kommt. Aber auf jeden Fall eine stabile Pistole, wie ich finde. Ich habe überlegt, wo ich meine Schilde placen soll. Ich habe überlegt, dass ich das hier hin, ne? Dass wenn ihm einer Fenster reinkommt, ich das mitbekomme, dass ich einfach den Kanister abschießen kann. Weil das der dann im besten Fall geführt. Ebenso wollte ich das eigentlich hier hinten am Plantspot machen. Wenn man dann da so hier so reinkriegt, kann jetzt auch genauso gut von dem Gegner zerstört werden, was dann halt nicht so geil ist. Was auch nicht so geil ist, dass unser Mate vom Spawn-Krieg gestorben ist. Das, ja, das ist nicht so geil. Ist halt jetzt direkt ein 4 gegen 5. Schmeckt nicht so gut. Unser Leash scheint den Hole zu sein. Der Jäger used mein Hole. Dann guck ich mal drüben auf Parking ein bisschen nach. Was da vielleicht was ist. Ach, er hängt da. Ich habe ihn auch überhaupt wirklich nicht gesehen, das war... dann würde ich sagen, sehen wir es in der dritten Runde. Okay Leute, da sind wir auf der dritten Runde. Die zweite Runde haben wir leider verloren. Ich konnte leider kein Wittel picken. Ich wollte eigentlich jetzt Wittel picken. Das ging nur leider nicht, weil... der Mate ihn direkt gepickt hat. Auf jeden Fall leid, dass wir jetzt dafür noch mal spielen müssen. Ich hoffe, dass wir diesen ersten Problem kriegen, definitiv nicht nochmal dieses Fenster. Man hat ja gesehen, was passiert. Und ich mit meinem Glück schreibe da direkt nochmal dran. Dann glaube ich hier den ab. Ich verstehe nicht, was man sich daraus erhofft, dann einfach nochmal zu spawn picken. Das ist doch sinnlos. Ich muss so picken. Das könnte man nicht sehen. Ich glaube, es sonst ist. Ist da vorne bereit. Ich nehme Knockdown. Ich habe 2 AP, das ist wirklich... Nee. Ach, schade. Ich hätte sie bekommen, hätte ich abgehängt. Jo, dann bis zur Attacker-Runde. Oh mein Gott, die zweite Runde haben wir gewonnen. Oh, ja, die dritte. Okay. Nice. Mission successful. Er sollte wirklich nicht töten. Okay, Alter. Da sind wir schon in der ersten Attacker-Runde, also in der vierten Runde. Wir spielen in der Runde doch irgendwie, die Gegner sind unten, wir werden über Garage pushen. Kritisch, ganz, ganz, ganz kritisch. Also das war das kritisch. Sag ich, wie es ist. You must recover the diffuser. Okay, wieder viel gegen mich. Ich drohne erstmal die Garrett. Ecke ist clear. Red ist, glaube ich, auch clear, der Red Man. Oh, ist alles clear, wir können durch. Dann drohne ich da mal rein.
ist gerade beschäftigt, also die würde ich mir gleich schon holen. Okay, da vorne ist keiner mehr, aber es scheint, dass wir nur die Welt wollen. Ich bin noch von Sophia. Friendly, last operator standing. Sorry Leute, das ist gar nicht so viel Rede, aber ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Oh mein Gott. Okay Jungs, tut mir leid, dass ich 2 Kills mit der SMG geholt habe, aber... Bevor ich das jetzt hier noch verliere, hole ich das lieber so. Tut mir wirklich leid, aber ich habe 2 Kills. Obwohl, war das ein Ace? Ich weiß gar nicht. Nee, war kein Ace. Okay, da geht's auch los. Wir gehen erstmal auf Parking. Schauen, ob wir irgendwas sehen. The diffuser is no longer in your possession. Leaving this over, okay. Müssen wir jetzt auch ins Gebäude rein. Schade. Okay, noch eine Minute. Mal schauen, ob sie es schafft. Sie hat auf jeden Fall einen Diffuser. Ich würde mich freuen, wenn sie die FTC nehmen würde. Dankeschön. Ist natürlich noch heute oder so, aber... Ah, schade. Okay Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Ich hoffe, dass dies die letzte Runde ist. Diesmal spielen wir Maverick mit der... ja. Diesmal habe ich Holo drauf gepackt, weil ich habe meiner Meinung nach nur verloren den Kampf, weil ich kein Aim hatte und wahrscheinlich deswegen, weil ich ACOG hatte. Aber was soll der Geier? So, was soll der Geier jetzt, glaube ich, heißt das? Weiß nicht so richtig. Oh, das war critical. Last
schade. Aber das schaffen wir, jetzt. Bin mir sicher. Für die letzte Runde lasse ich dann einfach noch das Gameplay hier drin. Weil die letzten beiden Runden nicht so stark gespielt habe. Lasse ich aber noch das hier drin. Tja, lol, zwei Gegner sind einfach schon gekommen. GG! Schön gemacht, auf jeden Fall. Naja, immerhin 6 Kills. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen die 10 Likes. Und ja, bis zum nächsten Video. Euer Raphael. Ciao.